So, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Das Rätsel zum Knacken ist wirklich nicht so einfach. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen beschäftigt damit. Kann ich hier meine Position ein bisschen verändern, dass ich hier nicht so von der Seite drauf schaue. So, und jetzt seht mal her, so macht das natürlich schon mehr Sinn. Man muss hier quasi das Bild so zusammenstellen, wie wenn es hier komplett auf der Wand gezeichnet wird. Ja. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen. So. Das macht das Ganze hier natürlich nicht wesentlich einfacher. Wir suchen jetzt quasi ein Bild, wo es hier mit den Augenbrauen weitergeht. Was wäre, wenn wir das mit dem auswechseln? Macht das Sinn? Und versuchen wir mal das mit dem hier. Macht keinen Sinn, die zwei, die machen am meisten Sinn noch. Es macht deswegen das Puzzle jetzt auch nicht unbedingt einfacher. So, das schaut schon mal gut aus. Also diese drei hier, die würde ich erstmal durchgehen lassen. Und wie sieht es denn aus, wenn wir das mit dem hier auswechseln? Und dann versuchsweise, obwohl... Also ich bin... noch nicht wirklich hier wahnsinnig zufrieden. Was ist, wenn ich das einmal mit dem hier... Dann müsste das hier darauf. Aber dann passt es ja so richtig nicht. So passt es natürlich am perfektesten. Also das würde ich erstmal gelten lassen hier. Das hier herunter, das würde ich auch somit gelten lassen. Aber alles andere ist... Das hier würde ich auch gelten lassen, das hier heroben. Dann versuchen wir mal das mit dem hier. Das würde ich dann auch gelten lassen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das hier auch gelten lassen könnte und das hier ebenfalls. Also kann es ja nur mehr noch an dem und an dem hier It's liegen. me. But what does it mean? There has to be more to this. So, und da haben wir gleich den Erfolg eingestreift, aber wie? Und der Erfolg nennt sich das große Puzzle. Setze alle Puzzleteile zusammen. 3,4% der Spieler haben diese Errungenschaft. So, na bitte, na bin ich froh, dass wir das jetzt dann hier auch erledigt haben. So, dann machen wir uns mal hier Licht mit der Taschenlampe. Ist das nicht ein schöner Tag?
Also weiter. Halleluja. So, sagen wir mal, hier unten haben wir alles. Wir brauchen uns ja jetzt an hier um die Pictures keine Gedanken mehr zu machen. Ich bin froh, dass ich das im Rückspiegel habe. So, wir waren im Arbeitszimmer, wir waren im Kinderzimmer, wir waren hier im Kinderzimmer 2, aber da haben wir noch keinen Auslöser oder dergleichen gefunden. Oder gar nicht gesucht, wir haben einfach nur die Zeichnung hier abgegriffen. Vielleicht ist hier auch gar nichts, das kann natürlich sein. Wir werden einfach mal reingehen, in den Kreis schauen, so wie wir es immer machen, und dann können wir uns immer noch vom Acker machen. Sein kleiner Vogel, seine kleine Ratte. Schauen wir noch einmal rein, kurz ins Arbeitszimmer. So. Breit rauf, breit runter, jetzt sehe ich sie erst. Und jetzt können wir da auch rein. Da war vorher zugesperrt. So. I don't know what I expected to find. A farewell note? A final will? What I found was an apology. Expressed in the only language he ever truly knew. At that moment, I could finally see my father for what he was. A man driven insane with sadness and guilt. Trapped in this house, a nightmarish echo chamber of past mistakes and tragedies. It was this house, a place beyond hope, beyond redemption. I knew what I had to do. Princess, what have you got there? Oh, that's so lovely, sweetie. But why pink? Yep. Die interessanteste Aussage war doch die letzte. Warum rosa? Ja. Was sie selbst gefragt worden ist, wo sie es wahrscheinlich selbst nicht verstanden hat, wie man das überhaupt fragen kann, fragt man dann quasi weiter. So, wir schauen jetzt mal hier. Also ich denke mal, das war jetzt hier ein anderes Ende. Und zwar war das Ende Numero. Schauen wir mal. Oh, hoppala.
So, hierher. Genau, richtig. Und zwar Vergebung. Und ein Ende ist dann im Prinzip noch freizuschalten, eben das Ende war. Ob wir das auch gemeinsam machen, kann ich noch gar nicht sagen. Das Ressentiment haben wir ja auch nicht miteinander gemacht. Ich wollte es nur einmal mit euch quasi durchspielen. Ich muss mir da erst noch was überlegen, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich noch anders spielen sollte. Ja? Das ist nämlich die Schwierigkeit hier, den Erfolg hier oder dieses Ende quasi frei zu spielen. Und da muss ich mir erst noch was überlegen. Also wie gesagt, ob wir das miteinander machen oder nicht, das kann ich jetzt noch nicht versprechen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen, Leute, und tschüss!